Sie hat strengste Grundsätze gebrochen. Sie wurde angelobt im Landtag, nämlich nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und das zeigt wiederum, wie gewissenlos die Frau Karin Fritz hier Justiz und Exekutive Dinge beschuldigt, die sie nicht beweisen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die einem Abgeordneten nie und nimmer unterlaufen darf. Und deshalb wäre für mich nur richtig, dass sie das, was sie von anderen fordert, an Anständigkeit, nämlich selber tut, dass sie zurücktritt.